Ja, Tag 1 nach dem überraschenden Wahlsieg. Vielleicht doch keine Vollkatastrophe. Mehr gleich. Und wir haben das. Zeitreise. Der neue Woody Allen und das alte Hollywood. Unterm Hammer. Die faszinierende Kunstsammlung von David Bowie. Ich begrüße Sie mit einem Kommentar des amerikanischen Bestsellerautors T.C. Boyle zum Wahlergebnis in seiner Heimat. Unser System ist kaputt und wir sind als Volk fast so zerrissen wie während des Bürgerkriegs. Ja, der Riss in der amerikanischen Bevölkerung ist offensichtlich tief. Dagegen haben die Märkte heute nach anfänglicher Nervosität geradezu euphorisch reagiert. Und in der Politik stehen die Zeichen schon kurz nach dem Wahlergebnisschock, zumindest an der Oberfläche, auf Versöhnung. Der aktuelle Präsident Obama, den Trump als unfähig, als verrückt, als IS-Gründer bezeichnet hatte, hat das künftige Oberhaupt der Amerikaner heute empfangen. Demonstrativ hält Obamas Partei die demokratischen Werte hoch, zu denen eben auch gehört, einen gewählten Rechtspopulisten angemessen zu begrüßen. Und was passiert hinter diesen Gesten? Neil Warol über das, was das System Trump ausmachen könnte. Zeitenwende in den Vereinigten Staaten, in der Welt. Das Land zerstritten, zermürbt. Alte Gewissheiten zerschlagen. Er, der Politneuling, ist angetreten, das etablierte politische System zu stürzen. Wir werden nach Washington gehen, um den korrupten Sumpf auszutrocknen. Trocknet den Sumpf! Das war vor seinem triumphalen Wahlsieg. Die Frage ist, welcher Trump wird der zukünftige Präsident? Der entfesselte Wahlkämpfer oder der scheinbar gezähmte Gewinner? Jetzt ist es Zeit für Amerika, die Wunden der Teilung zu überwinden, zusammenzustehen als ein vereintes Volk. Wer ist stärker, das System oder der reaktionäre Revolutionär? Klar, formal könnte Trump durchregieren. Die Republikaner haben die Mehrheit im Kongress, im Senat und bald auch am obersten Gerichtshof. Trump will die gesellschaftliche Uhr zurückdrehen, Obamacare abschaffen, Abtreibungsverbot, Homo-Eheverbot. An das weltweite Pariser Klimaabkommen will er sich nicht halten, denn Trump leugnet den Klimawandel. Außerdem: Wir werden nie wieder schlechte Handelsabkommen unterzeichnen. Amerika zuerst! Wir können China nicht weiter erlauben, unser Land zu vergewaltigen. Da sind Länder in der NATO, die uns ausnutzen. Mit mir werden sie zahlen. Ich werde eine große, große Mauer bauen. Und wer wird die Mauer bezahlen? Mexiko! Ich könnte auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde keinen Wähler verlieren. Das ist unglaublich. Donald Trump, König des Populismus. Steuern runter, Mauer hoch. Illegale Einwanderer abschieben. Tauwetter mit Russland. Der Mann aus dem vergoldeten Turm in Manhattan ist die Hoffnung der Vergessenen. Zusammen zertrümmern sie das moralische Mantra der Political Correctness. Die demokratische Abwahl der liberalen Demokratie? Vielleicht. Doch erstmal Business as usual. Die Börsen schwanken nur kurz. Und das Establishment? Wahrt die Rituale der Demokratie, betont ihre Grundwerte. Ich habe Donald Trump gratuliert und ihm eine Zusammenarbeit angeboten zum Wohle unseres Landes. Die friedliche Übergabe von Macht ist ein Markenzeichen unserer Demokratie. Der amtierende und zukünftige Präsident haben sich heute getroffen. Das System nahm Trump lange nicht ernst. Aber wer wird am Ende wen verändern? Live aus Frankfurt zugeschaltet ist mir Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität in Frankfurt. Guten Abend nach Frankfurt. Guten Abend, Frau Schortmann. Ja, gestern war der Schock noch groß. Heute scheint es schon ein bisschen Business as usual zu sein, wie wir gerade gesehen haben. Wird ein künftiger Präsident Trump schnell der Normalität angehören?
Ich glaube, dass zunächst jetzt einmal Business as usual sein muss, alleine schon deswegen, weil die Amtsübergabe ja erst im Januar stattfinden wird. Ich befürchte allerdings, dass dann im Januar nochmal so etwas wie ein Realitätsschock einsetzen wird. Und ich vermute, dass also Business as usual dann auch schnell wieder vorbei sein wird. Übrigens ist Business as usual auch, glaube ich, nur eine in begrenztem Maße angemessene Beschreibung dessen, was gerade passiert, wenn wir uns alleine an die Gratulation von der Bundeskanzlerin gestern erinnern. Das war schon bemerkenswert. Die Bundeskanzlerin hat ja schließlich den USA ihre enge Zusammenarbeit angekündigt, aber mit Auflagen. Die USA mögen sich bitte an die demokratischen Grundwerte halten. Demokratische Grundwerte, die werden gerade betont. Wir haben es gesehen, also die amerikanischen Demokraten, die gehen jetzt anständig sozusagen auf den künftigen Präsidenten zu. Ist das der richtige Umgang mit dem Populismus von rechts, den wir jetzt in Trump sehen? Das wird sich zeigen. Es ist auf jeden Fall so, dass die gegenwärtigen Politiker, die noch im Amt sind, also Obama, aber auch eben Hillary Clinton, die hier die Wahl verloren hat, jetzt erstmal die liberale Demokratie ostentativ in ihren Werten hochhalten, indem sie eben hier sich an die Gepflogenheiten halten. Letztlich wird es aber so sein, dass die Demokratie sich in irgendeiner Art und Weise wehrhaft zeigen muss. Und das wird sie wahrscheinlich nur dann tun können, wenn die nächsten 4 Jahre zeigen, dass die Stimmung in den USA auch wieder umschlägt. Das kann sie durchaus tun, denn der Donald Trump hat Wahlversprechen gemacht, die werden schwer zu halten sein. Und insofern bin ich gespannt, wie die Situation in 4 Jahren aussieht. Ergibt sich ja im Moment, zumindest in der Rede nach dem klaren Wahlsieg, auch versöhnlich, auch ein bisschen staatsmännisch. Können wir davon ausgehen, dass er tatsächlich etwas reinwächst in diese Rolle des reflektierten Politikers? Oder eher müssen wir davon ausgehen, dass er so bleibt wie im Wahlkampf, nämlich eben, ich setze mich über alles hinweg und ich mache einfach mal, was ich will und rede weiter, so wie mir der Schnabel gewachsen ist? Ja, ich fürchte, letzteres ist der Fall. Donald Trump ist als Antisystempolitiker gewählt worden. Das ist er seinen Wählern schuldig. Und ich glaube nicht, dass es eine Veranlassung für ihn gibt, davon abzuweichen. Zumal er eben jetzt in den beiden Kammern des Kongresses die Unterstützung hat. Zumal er in der Lage sein wird, einen Kandidaten für den Supreme Court zu nominieren und damit ein Übergewicht für republikanische Stimmen dort auch zu haben. Also ich sehe schlicht keine Gründe, warum er von seiner Linie abweichen sollte. Im Gegenteil, es würden seine Wähler als Verrat empfinden. Und er hat selber nichts zu verlieren. Der amerikanische Filmemacher Michael Moore, der hat ihn genannt, also Trump, der fleischgewordene Molotow-Cocktail. Inwieweit ist er ein Molotow-Cocktail? Auch eben bezogen auf die Demokratie, demokratische Werte. Ja, ich glaube, dass er wie ein Molotow-Cocktail doch großen Schaden anrichten kann, eventuell anrichten wird. Das liegt ein bisschen daran, wie weit er denn nun gehen wird mit seinen Ankündigungen, mit der Umsetzung seiner Pläne. Aber wenn wir alleine daran denken, was er mit der Mauer zu Mexiko angekündigt hat oder auch mit dem Annahmestopp für Zureisende oder Flüchtlinge aus muslimischen Ländern oder Immigranten, neutraler gesagt, dann wird sich da die politische Kultur der USA deutlich verändern. Bisher gab es einen Konsens in den USA. Dieser Konsens hat besagt, man muss Toleranz zeigen, man muss Toleranz für Diversität haben. Und daran haben sich bestimmt insgeheim viele Amerikaner gestoßen. Das zeigt diese Wahl jetzt. Aber bisher waren eigentlich die Abneigungen gegenüber dieses Konsens etwas, was man unter vorgehaltener Hand geäußert hat. Das wird sich ändern. Ich glaube, dass das, was einmal Konsens war, jetzt sehr viel offener gebrochen werden wird. Bei allem vorgeschobenen höflichen Gestus, den man jetzt sieht, die Ratlosigkeit, die Tiefe ist ja doch noch sehr groß. Auch einen Tag eben danach, der Schock. Ja, die Ratlosigkeit, wie man eben mit so einem Populisten umgehen sollte. Dabei kam er ja nun wirklich nicht aus dem Nichts, das kann man nicht sagen. Also die Vorbereitungszeit war lang sozusagen. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Zunächst mal muss man sagen, dass Trump aufbaut auf einer langen populistischen Tradition in den USA. Die geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, die geht zurück bis zu Präsident Andrew Jackson in den 20er, 30er Jahren. Und Trump selbst natürlich hat auch eine politische Karriere hinter sich, die ein bisschen diesem Bild des Antipolitikers widerspricht. Trump hat ja schon versucht, in den späten 80ern mal so vorzufühlen, wie sich das politische Leben anfühlt. Und in den
späten 90er, 1999, wollte er sogar eigentlich Präsidentschaftskandidat werden der damals von Ross Perot gegründeten Reform Party. Und was interessant ist, ist, dass in diesen Jahren, also die späten 80er bis späten 90er, einige Grundpositionen, die Trump heute vertritt, schon zu seinem Programm gehörten. Also, die Amerikaner müssen bessere Deals mit ihren Alliierten aushandeln. Oder man muss einen autoritären politischen Führungsstil an den Tag legen. Also, oder ganz wichtig auch der Protektionismus. Ein Punkt, der bei ihm zurückzuverfolgen ist, bis weit in die 90er Jahre, also bis in die frühen 90er Jahre. Also hätte eigentlich die Überraschung gar nicht so groß sein dürfen. Ich danke Ihnen sehr nach Frankfurt, Herr Völz, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Danke auch. Er hat die amerikanische Gesellschaft immer wieder auf die Couch gelegt. Woody Allen ist einer der produktivsten Filmemacher der Welt, auch jetzt noch, mit fast 81. Kein Jahr ohne einen neuen Woody Allen. Einige Zeit hat er sich ganz seiner Liebe zu Europa hingegeben, Filme in Barcelona, in London, in Paris und Rom gedreht. Seit einigen Jahren gilt seine Aufmerksamkeit aber wieder seiner Heimat, ihren Menschen, ihren Abgründen, jetzt in Café Society. Vor einigen Monaten hat der Film das wichtigste Filmfestival der Welt eröffnet, Cannes, und läuft nun in den Kinos an. Er spielt im Hollywood der 30er Jahre. Gudula Moritz hat Woody Allen getroffen und im Vordergrund stand erstmal Donald Trump. Thank you, everybody. Der Showman Donald Trump ganz oben, in der Rolle seines Lebens. Der Milliardär als US-Präsident, gewählt für das Versprechen, den amerikanischen Traum zurückzuholen. Für die vielen Amerikaner, die sich abgehängt fühlen. Schon seit Jahrzehnten steht Donald Trump vor allem für eins, reich und berühmt zu sein. Das brachte ihm schon vor fast 20 Jahren eine Rolle in Woody Allens Film Celebrity, auf Deutsch Ruhm, ein. Neben vielen Hollywood-Stars. Trump spielt, na wen wohl, sich selbst einen reichen Immobilienhai. Der pompöse Machtmensch Trump und der bescheidene Starregisseur Woody Allen? Unglaublich. Es funktionierte. In seiner Minirolle war Donald Trump gut. Er kam vorbei, war charmant, zu jedem freundlich und professionell. Die Dreharbeiten dauerten knapp eine halbe Stunde, dann ging er wieder. Alles sehr angenehm. Aber zwischen dem hier und Präsident zu sein, liegen Welten. Trump als US-Präsident, das ist für Woody Allen ein wahr gewordener Albtraum, wie für die meisten Künstler und Kreativen. Doch die haben bekanntlich nicht die US-Wahl entschieden. Einige Hollywood-Stars waren dabei, als Allen zuerst bei den Filmfestspielen in Cannes seinen neuen Film Café Society zeigte. Das passte, denn auch hier geht es darum, Erfolg zu haben im Filmgeschäft. Café Society ist eine elegante Zeitreise in die goldene Ära Hollywoods, die 30er Jahre. Aber natürlich spielt auch die Kehrseite des Ruhms eine Rolle, die Abgründe. Schließlich sind wir in einem Woody Allen-Film. Bobby, ein junger Mann aus Brooklyn, verlässt sein jüdisches Elternhaus, um in Hollywood sein Glück zu machen. Mit Hilfe des Onkels, Filmagent mit allerbesten Kontakten in der Traumfabrik. Die letzten paar Wochen waren die blanke Hölle. Es geht immer nur ums Ego, Ben. Die ganze Stadt ernährt sich von Ego. Ja, ich bin Bobby, aber Ben ist mein Bruder, ist also nachvollziehbar. So, was zum Teufel, was kann ich für dich tun? Sekunde. Hallo? Allen erzählt eine klassische Einwanderergeschichte aus der Zeit, als der amerikanische Traum noch mehr als nur ein Mythos war. Bobby wird eingeführt in die schillernde Blase der Café Society, in der mit kleinen Gefälligkeiten Karrieren geölt werden. Und Sekretärin Bonnie soll Bobby L.A. zeigen. Es wird mehr draus. Eine Liebesgeschichte. Das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Nein? Ich bin mit jemandem zusammen. Oh, ich hatte keine... Wer ist das? Doug ist Journalist. Oh. Ich dachte, weil sie so viel Freizeit haben, dass sie... Er reist sehr viel und ich verbringe wirklich gern Zeit mit ihnen. Ich hoffe, das ist okay. Sie sind sehr lieb, hat man ihnen das schon mal gesagt? Sie haben diese Reh im Scheinwerferlicht. Ausstrahlung. Die Dialoge sitzen, die Chemie stimmt. Spannend, wie es dem 80-jährigen Woody Allen immer wieder gelingt, die begabtesten jungen Schauspieler für seine Rollen zu gewinnen und ihnen besondere Facetten ihres Könnens zu entlocken. So wie Kristen Stewart. Auch sie verzichtet auf ihre übliche Gage, nur um Teil dieses Woody Allen-Universums zu sein.
Nach ihrem frühen Ruhm in der Teenie-Vampir-Saga Twilight hat sich Stewart mit einem sehr eigenen Spiel neu erfunden. Inzwischen wird sie vom internationalen Autorenkino hofiert. Die Woody Allen-Maschinerie läuft wie geschmiert. Wenn man dazu kommt, will man auf keinen Fall das Körnchen im Getriebe sein, das alles zum Zusammenbruch bringt. So habe ich einfach seinem Urteil getraut, als er mir die Rolle angeboten hat. Die Arbeit hat Spaß gemacht. Das Drehbuch ist meisterlich. Die Dialoge sitzen perfekt, sodass man sich einfach in ihren Dienst stellen und noch einen Lerneffekt haben möchte. Wenn ich ihr Freund wäre, wäre ich nie auf Reisen. Und wenn doch, dann würde ich sie immer mitnehmen. Ich hoffe, er weiß, wie er sie küssen muss und der ganze Rest. Das ist privat. Für mich sind seine Skripts vorbildlich und doch zweifelt er manchmal, ob seine Jokes funktionieren und bittet einen, was Eigenes auszuprobieren. Aber das ist nie so gut wie seins. Jesse Eisenberg wirkt mit seiner nervösen Tapsigkeit wie das alter Ego des jungen Woody Allen. Ich würde die gleichen Rollen wie Jesse spielen, wenn ich jung wäre. Dann allerdings müsste ich für manche Rollen überhaupt keinen Schauspieler engagieren. Ich würde einfach sagen, mein Drehbuch ist fertig, das hier ist meine Rolle und die ist für dich. Eisenberg macht seine Sache sehr ordentlich, aber der eigentliche Star von Café Society ist Kristen Stewart als Bonnie. Sie bringt die Leinwand zum Leuchten und zeigt einmal mehr, warum sie zu den interessantesten Schauspielerinnen ihrer Generation gehört. Café Society bündelt stilvoll alle großen Themen des Woody Allen. Seine Hassliebe zu L.A., sein Blick auf das Leben der jüdischen Emigranten in Brooklyn und den Jazz. Das alles mit viel Witz und den schwelgerischen Bildern. Aber der Meister selbst ist auch mit seinem 46. Film mal wieder nicht zufrieden. Alle meine Filme sind nicht wirklich perfekt. Manche mehr, andere weniger. Café Society verfehlt sein Ziel nicht allzu sehr, aber mit ein paar Millionen Dollar mehr und etwas mehr Zeit wäre er noch besser geworden. Eine leichtfüßige, romantische Komödie, in der Hollywood nicht mehr als eine schöne Kulisse ist. Café Society hat nicht die Bissigkeit seiner größten Komödien, doch bestens unterhalten, fühlt man sich trotzdem. Ab heute in den deutschen und in den Schweizer Kinos, ab morgen in Österreich. Wie viel geben wir von unserem Privatleben bekannt, von unserer Beziehung? Wie viel davon ist Fassade, wie viel Wirklichkeit? Auch wenn der amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foer betont, dass sein neuer Roman nur bedingt biografisch sei, er schreibt über eine gescheiterte Ehe, die seiner eigenen sehr ähnlich sein dürfte. Der Autor von Alles ist erleuchtet und Tiere essen war mit der Schriftstellerin Nicole Kraus verheiratet, hat Kinder mit ihr. Die beiden schienen ein intellektuelles Traumpaar zu sein. Doch es kam anders, genau so wie in seinem neuen Roman Hier bin ich, eine jüdische Familiengeschichte. Christine Gerberding hat den Autor ganz privat besucht. Wer hier lebt, hat es geschafft. Hier wohnt der gehobene Mittelstand, idyllisch und im Glück. Und auch er. Hi. Jonathan Safran Foer schreibt über eine Welt, aus der er selbst kommt. Das liberale jüdische Bürgertum Amerikas. Knapp 700 Seiten über eine anscheinend einfache Frage. Das Buch handelt von Heimat. Wo sind wir zu Hause? Wo wir wohnen? In der Familie? Ist zu Hause in der Ehe oder in uns selbst? Das neue Buch ist ein Familienroman. Foer schreibt über das Ende einer Ehe. Unerbittlich und herzergreifend. Er hat es selbst erlebt. Und es gibt noch eine Parallele. Jacob, sein Held, ist ebenfalls Schriftsteller. Das Buch ist nicht autobiografischer als meine früheren. Ich fühle mich Jacob auch nicht näher als all meinen anderen Figuren. Es ist nicht mein Leben, aber es erzählt von mir. 16 Jahre ist der Held mit Julia verheiratet. Sie haben sich behaglich eingerichtet. Drei Kinder, um die sie sich liebevoll kümmern. Dazu einen altersschwachen Hund, der regelmäßig im Hundesalon getrimmt wird. Die stylische Küche ist zum Statussymbol geworden. Lebensmittel aus dem Bioladen selbstverständlich. Alles zum Wohle aller, vor allem der Kinder. Die zunehmende Zahl der Toilettenartikel zeigt, Jacob und Julia werden älter. Doch Zweifel haben sich eingeschlichen. Irgendwie reicht es nie, um endlich zufrieden zu sein.
Darüber grübeln die Personen in dem Buch sehr viel. Wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben? Und wie fühle ich mich damit? Welche meiner Entscheidungen hat dazu geführt? Und wie will ich, dass es weitergeht? Wo will ich hin? Und wie soll die Familie sich in 10 oder 20 Jahren entwickeln? Irgendwo im Familienalltag hat sich das Paar verloren. Sie laufen gut parallel, aber nicht mehr miteinander. Vor seziert den Kosmos einer Ehe. Fast hat man Mitleid mit den Figuren. Mit Gefühl bestimmt. Ich habe mir die beiden nebeneinander im Bett vorgestellt. Die Hände Seite an Seite. Aber sie wissen nicht mehr, wie sie sich an den Händen fassen sollen. Das ist tragisch. Vor allem, weil es für die Entfremdung erstmal keinen Grund gibt. Dann findet Julia versteckt im Badezimmer ein zweites Handy von Jacob. Voller Textnachrichten mit eindeutigem Inhalt. Er geht fremd. Der Anfang vom Ende der Ehe. Bis das Handy auftaucht, war die Ehe von Jacob und Julia vielleicht mal schwierig. Aber sie hinterfragen sie nicht. Sie waren einander in Liebe ergeben, aber doch immer mehr voneinander entfernt. Und das Handy zwingt sie dazu, sich zu bekennen. Ich bin hier oder ich gehe, wie der Titel es schon sagt. Mitten in der Ehekrise kommt es zu einem katastrophalen Erdbeben in Israel. Alle Juden weltweit werden aufgerufen zu kommen, um zu helfen. Auch Jacob. Er wird am Ende nicht gehen. Eine kaputte Idylle in Amerika ist ihm immer noch lieber. Was muss passieren, damit dein Leben aus den Fugen gerät? Wenn deine Ehe scheitert und dein Leben geht weiter, was sagt das über deine Ehe? Und wenn das Land deiner Ahnen, das Symbol jüdischer Religion, zerstört wird, und auch dann geht es einfach weiter, was sagt das über deine Religiosität? Vor hat ein Buch über die Notwendigkeit geschrieben, sich zu entscheiden. Und wie schwierig das gerade im privaten Zusammenhang ist. Der Titel »Hier bin ich« zitiert die Bibel. Doch die Konflikte sind sehr heutig, sehr nah bei uns. Und das macht das Buch so eindringlich. Ich glaube, wir kennen das alle, diese Paradoxien des Lebens. Elternsein und Individuum, hingebungsvoll mit einem Menschen verbunden und doch ein Einzelner. Normalerweise merken wir das nicht. Aber dann passiert etwas und wir müssen uns entscheiden. Ich kann nicht gleichzeitig hier und da sein. Und diese Entscheidung geht zu Lasten der anderen. Er muss jetzt los. Der Interviewmarathon für das neue Buch, das 10 Jahre auf sich warten ließ, hat gerade erst begonnen. Es scheint so, als sei Vor erwachsen geworden in der Zeit. Entscheidungen hat er allemal getroffen. Wie schwer die wohl auch ihm gefallen sind, lässt sich in seinem neuen Buch erahnen. Space Oddity, Heroes, Let's Dance. Bekanntlich hat David Bowie Musikgeschichte geschrieben. Dass er auch leidenschaftlich Kunst gesammelt hat, das wussten die wenigsten. Doch Kunst, hat er mal gesagt, sei das Einzige, das er jemals besitzen wolle. Sie halte ihn wie Wasser, wie Brot und Licht am Leben. Und so hat er wild durch die Epochen und Stile gesammelt und das mit einem beeindruckt sicheren Gespür für das, was bewegt und was weiterträgt, oft vorbei an den Beratern, ob neue Sachlichkeit, Expressionismus, Graffiti oder Pop. Ab heute werden 350 seiner Werke in London versteigert. Der erwartete Erlös 15 Millionen Euro. Es mag vielleicht nicht verwundern, dass David Bowie bei sich zu Hause eine exklusiv designte Stereoanlage herumstehen hatte. Ansonsten muss alles voll gewesen sein mit Kunstwerken jeglicher Art. Geht man von der schieren Menge aus, die da im Londoner Auktionshaus Sotheby's nun zum Verkauf steht. Zum Glück hatte Bowie mehrere Häuser und Wohnungen. Die Mischung seiner Sammlung ist bunt, reicht von einem Tintoretto zu einem Schachspiel von Man Ray. Es gibt italienische Designermöbel und afrikanische Kunst. Bis hin zu Keramiken von Picasso. Da stand vielleicht ein schöner Henry Moore auf dem Tisch, im Flur dann ein wundervoller Pfeiler. Wir konnten da manchmal Vorschläge machen, aber er war es, der die Sachen dort aufstellte oder hängte. Er liebte und lebte mit jedem einzelnen dieser Stücke.
das Bowie selbst malte, ist bekannt. Ja, er hat sich sogar mit Brit-Art-Papst Damien Hirst zusammengetan. Ihre Kollaboration Beautiful Hello Space Boy Painting ist auch zu ersteigern. Dass Bowie aber intensivst Kunst sammelte, wissen vor allem die, die ihn in den 90ern in Londoner Galerien und auf Auktionen herumschnüffeln sahen. Ich bin nicht der Typ, der gerne einkaufen geht. Das Einzige, was ich kaufe, obsessiv, geradezu suchtartig, ist Kunst. Seine Berliner Zeit hat ihn dann wohl zum Kauf deutscher Expressionisten angeregt. Und wie das mit Kunst oft so ist, erzählt fast jedes Objekt seine eigene Geschichte. Zu diesem Auerbach sagte Bowie: Ich möchte mich so anhören, wie das aussieht. Der Herr mit der weißen Perücke ist Bowie, der Andy Warhol spielt, wie dieser dem Maler Jean-Michel Basquiat zum ersten Mal begegnet. Im Film Basquiat. Und so stehen zwei Basquiats bei Sotheby's auch zum Verkauf. Air Power könnte bis zu 4 Millionen Euro erzielen. Viele dieser Werke, egal wie hoch ihr Wert ist, werden nun ein neues Zuhause finden und Diskussionen anregen. Und das ist, was er ja selbst als Sammler im Sinn hatte. Übrigens, nicht alles aus Bowies Sammlung ist hier zu sehen. Einiges behält die Familie. Was bleibt ganz Bowie? Ein Geheimnis. Jean Tinguely's Metaharmonien. Vier Klangskulpturen, erstmals vereint in einer Ausstellung in Basel. Eine einmalige Gelegenheit, diese vier im Dialog zu erleben. Denn sonst stehen sie in Japan, Wien und Basel. Tinguely ist zwar der Schöpfer, aber nicht der Dirigent. Der Zufall führt Regie bei seinen Musikmaschinen. Sie komponieren ihr Konzert jedes Mal wieder anders. Wie der Zufall es will. Ist das Ihr Ernst? Fragt die Frau S., nachdem ich das Gespräch mit meiner Tochter beendet habe. Sie schreiben wirklich Ihre Memoiren? So etwas wie eine Autobiografie, nennt Peter Henisch sein neues Werk. Suchbild mit Katze stand auf der Shortlist für den diesjährigen österreichischen Buchpreis. Der 73-jährige Wiener Schriftsteller wirft einen Blick zurück in seine Kindheit. Peter Henisch ist ein bekennender Katzenfreund. Ich habe mich ganz gern als Katze gefühlt, wäre gern eine Katze gewesen und habe immer noch die Chance, eine Katze zu werden. Suchbild mit Katze. Der Film Ghostland auf dem Kasseler Dogfest. Buschmänner im täglichen Kampf ums Überleben. Für Touristen tanzen, statt wie früher auf die Jagd zu gehen. 256 Lang- und Kurzfilme aus 41 Ländern. Auch zu sehen, Europa, ein Kontinent als Beute. Im Rahmen der Finanzkrise beobachten wir, wie Vermögen nach oben umverteilt werden. Steuert Europa auf eine fundamentale Krise zu? Eine Bestandsaufnahme über kleine Hoffnungen, ungleiche Chancen und den Kampf um lebenswerte Alternativen. I think people should unite and rise against this situation. Politische Absurditäten, besondere Biografien, künstlerischer Leichtsinn. Ab 15. November in Kassel. Der Berliner Flughafen, die Elbphilharmonie, jetzt das Pergamonmuseum. Dass öffentliche Bauprojekte teurer werden als gedacht, ist bekannt und trotzdem immer wieder schockierend. Die Renovierung des Pergamonmuseums soll jetzt fast doppelt so viel kosten wie ursprünglich gedacht. 477 Millionen Euro allein für den ersten Bauabschnitt. Und sie wird 4 Jahre länger dauern. Dafür gibt es Gründe, aber eigentlich war schon vor 16 Jahren klar, dass es teurer werden würde. Hier entlang geht es erst in 7 Jahren wieder zum Pergamonaltar. Die Gründe? Ein Planungsbüro arbeitete schlecht und ihm musste gekündigt werden.
Und zwei alte Pumpenhäuser wurden vor 100 Jahren einfach zugebuttelt und unter Wasser liegend vergessen. Jetzt stehen sie der Sanierung im Weg. Man hat hier ein Fundament gefunden, das in keiner Baubeschreibung war aus dem Jahr 1910. Und normalerweise kann man so ein Fundament mit dem Presslufthammer weghauen. Aber hier ist es so, dass sie es eigentlich mit der Nagelfeile entfernen müssen, weil hier Weltkulturerbe ist, weil Baudenkmäler hier drin stehen, die keine Erschütterung ausgesetzt werden dürfen. Allein der erste Bauabschnitt soll fast doppelt so teuer werden wie bisher gedacht. Diese Nachrichten waren auch für uns überraschend. Es ist in der Tat so, dass die Kostensteigerungen und die Bauzeitverlängerung alarmierend ist. Natürlich muss man dazu sagen, dass das Bauprojekt hochkomplex ist. 4 weitere Jahre bauen, das führt zu Mehrkosten. Baustaatssekretär Florian Pronold möchte ab sofort anders rechnen. Bei Bauprojekten, die länger als 10 Jahre dauerten, müsse man die steigenden Löhne und Materialkosten von vornherein einpreisen. Hier bei diesem Projekt sind das alleine seit dem Jahr 2000 60 Millionen, die schon vorher feststanden. Aber die erst im Nachhinein dann irgendwo herkommen und wo es immer so ausschaut, als wären wir zu blöd, den Kostenrahmen einzuhalten. Schon deswegen will das Bundesbauministerium jetzt für mehr Kostenwahrheit und Risikovorsorge von Anfang an kämpfen, Verordnungen und Gesetze ändern lassen, auch auf europäischer Ebene. Ob in Dubai, in New York oder Shanghai, mit spektakulären Bauwerken schrauben Architekten die Rekorde im Hochhausbau immer weiter in die Höhe. Der Griff zum Himmel, ein Symbol für grenzenlosen technischen Fortschritt. Dabei wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts Hütten errichtet, die dem Himmel noch näher kommen, zum Beispiel in den Alpen. Sie stehen in tausenden Metern Höhe, diese Schutzhütten, doch ihr kultureller Wert blieb lange unbeachtet. Das ändert sich jetzt. Was die Berghütten für den Denkmalschutz interessant macht und welches Zukunftspotenzial die alpine Architektur birgt, das erklärt Ihnen jetzt meine österreichische Kollegin Theresa Andrie. Es zeugt von gehörigem Selbstbewusstsein, eine Hütte mitten auf den Gipfel zu bauen. Das Südtiroler Becherhaus liegt auf 3200 Metern Seehöhe und bietet die seltene Möglichkeit eines 360-Grad-Blicks. Von den Zillertaler Alpen bis zur Marmolata und vielleicht sogar bis zum Meer. Ich sage immer, man sieht Venedig und wenn man ganz ruhig ist, dann hört man die Gondeliere singen. Wer seinen Rucksack in bis zu 8 Stunden hier heraufträgt, der spürt am eigenen Leib. Was die Bauarbeiter im Jahr 1894 geleistet haben. Sie schleppten das gesamte Baumaterial auf dem Rücken und erbauten das Becherhaus in nur 4 Monaten. Die Erhabenheit der Bergwelt macht nachvollziehbar, warum es die Menschen immer schon auf die Gipfel zog. Das Bergwandern boomt, die Gästezahlen steigen. Bis zu 2000 Wanderer übernachten im Sommer auf dem Becherhaus. An schönen Wochenenden platzt die Hütte aus allen Nähten. Wenn Gewitter angesagt sind, kommt keiner. Darauf reagieren Forscher der Universität Innsbruck. Die ausgesetzte Insellage der Hütten abseits der Zivilisation interessiert Andreas Flora. Er beschäftigt sich mit nachhaltigen Räumen. Mit seinen Studenten sucht er nach neuen Gebäudetypen für das Hochgebirge. Max Dünser und Manuel Vukovic haben ein Becherhaus entwickelt, das wachsen und schrumpfen kann. Wenn ich jetzt an einem Dienstagvormittag als Alpinist raufmarschiere, als Bergsteiger, dann habe ich die kleinere Gaststube zum Beispiel, also wenn ich an einem schönen Herbstsonntag raufmarschiere und die Hütte voll ist mit Besuchern. In der Schweiz hat man ein Experiment bereits umgesetzt, den Bau der Monte Rosa Hütte. Der silbern glitzernde Kristall nahe dem Matterhorn spielt alle Stücke, technisch und formal. Einen ähnlich außerirdischen Eindruck muss die Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen um die Jahrhundertwende auf die Besucher gemacht haben. Der Prachtbau wirkt eher wie ein Grand Hotel in der Stadt als eine einfache Schutzhütte am Berg. Früher gab es hier ein Fotolabor, eine Kegelbahn und sogar ein Klingelservice auf den Zimmern.
Der Speisesaal hat die verschwenderische Raumhöhe von 5 Metern. Einheimische kamen damals herauf und staunten über den Luxus. Elektrizität war noch etwas ganz Besonderes. Ein Telefon war auch etwas ganz Besonderes. Und das wurde hier alles im hintersten Winkel eines Tales installiert. Um dieses Gesamterlebnis aus Kulturgeschichte und Natur zu erhalten, wurde die Berliner Hütte als erste Alpenvereinshütte unter Denkmalschutz gestellt. Mancher Wanderer fragt sich, was das im Hochgebirge soll. Weil oft gibt es halt nur das Lächeln drüber, so wie sie das gesagt haben, dass was soll jetzt das da oben, ist ja nur eine Hütte. Und je größer der zeitliche Abstand wird, desto mehr wird dieses Wertkalkül steigen. Und ich bin ganz sicher, dass wir da einmal ganz vorne dran waren. 300 Hütten wurden in Tirol untersucht. 30 davon sind schützenswert. Etwa die Prager Hütte im Osttiroler Nationalpark Hohe Tauern. Im 21. Jahrhundert muss eine Hütte mehr können, als puren Schutz zu bieten. Die Wände werden zur Gewinnung von Sonnenenergie genutzt. Der Innsbrucker Architekt Stefan Heunkes hat gerade den Wettbewerb für die Seetaler Hütte am Dachstein gewonnen. Sein von einer Fachjury gekürtes Projekt polarisiert. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen dazu, dass diese Form nicht einer Hütte entspricht, dass kein Satteldach vorhanden ist und auch zu sehr präsent ist. Wobei ich der Meinung bin, dass dieses dunkle metallische Kleid und diese Formgebung sich sehr gut in die Landschaft eingliedern wird. Der Schweizer Alpenclub setzt längst auf zeitgemäße Architektur. Durch Wettbewerbe entstehen qualitätsvolle Bauten in den Schweizer Bergen. Das Team Baserga-Mozzetti zählt zu den Büros, die das Thema Hütte erfrischend neu interpretieren. Vielleicht ist es an der Zeit, auch in den österreichischen Alpen Neues zuzulassen. An der Universität Innsbruck entstehen innovative Ideen, wie sich der Hüttenbau weiterentwickeln könnte. Auch wenn der eine oder andere dann vielleicht auch mal schluckt und sagt, mal, meine Erwartung ist nicht, dass eine Schutzhütte ausschaut wie so ein Bienenstock. Das gestehe ich auch gerne zu, auch meine nicht. Aber gerade jetzt auf der Forschungsebene ist es einmal spannend, den ökonomischsten oder den ökonomischsten Raum zu entwickeln. Die Vorstellungen, wie eine Hütte von heute aussehen sollte, gehen auseinander. Die einen kritisieren den Neubau der Schwarzensteinhütte in Südtirol als Betonbunker. Andere betrachten den Bau als Felsen, der sich harmonisch in die Landschaft einfügt. Die Aussicht, die sich von der neuen Stube aus bietet, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich bin schon gespannt, wie sich die Objekte dann in der Landschaft wirklich manifestieren werden. Aber für mich sind es auch vielleicht manche davon die Denkmäler von morgen. Ich wandere jetzt mal eben ein bisschen in die Alpen und bin morgen wieder bei Ihnen. Dann stellen wir Ihnen das neue Album von Norah Jones vor. Bis dahin, tschüss.